Namaste. Liebe Yoga Aktuell Leser, hier kommt eine sehr kurze Yin-Yoga-Sequenz. Vielleicht weißt du, dass wir in den Yin-Yoga-Haltungen häufig 3 oder sogar 5 Minuten verweilen. Diese Sequenz ist also eine sehr kurze Sequenz, in der wir vielleicht nur 1, 2 Minuten in 2 verschiedenen Haltungen bleiben, in einer Vorbeuge, Happy Baby, und einer Rückbeuge, dem Seal mit Sideband. Das sind 2 Haltungen aus meiner Yin-Yoga-Serie, die gerade begonnen hat und den TCM-Elementen gewidmet ist. Die Vor- und Rückbeuge stimulieren dabei ganz besonders dieses erste Element, das der Blase und der Niere gewidmet ist. Das ist das Wasserelement und steht für unsere Lebenskraft, für unsere Vitalität, für unseren Willen, für unsere Antriebskraft auf vielen Ebenen. Beginne in der Rückenlage. Du brauchst eine Decke, ein Bolster und einen Block. Und dann zieh in der Rückenlage gerne deine Knie über dein Becken, dass die Knie so ein bisschen hin und her schaukeln und kreisen. Wenn wir in diese ruhigen, entspannten Bewegungen gehen, ist es sehr wichtig, dass wir uns gut spüren können. Also guck immer, dass du dich wohlfühlst. Und wenn eine Haltung an einem Tag nicht so zugänglich ist, ist sie vielleicht an einem anderen Tag genau das Richtige. Jetzt, wenn du weitergehen magst, Richtung Happy Baby, könntest du in einer milden Version einfach nur deine Arme hinter deine Kniekehlen legen. Oder du greifst an die Fußaußenkanten oder um den großen Zeh herum. Die Arme bleiben lang, die Schultern entspannt. Und dann schaukel so ein bisschen über die Wirbelsäule hinweg nach rechts und nach links. Stell dir mal vor, wie du da das Nierenlager von hinten massieren kannst. Denn die Nieren liegen so ein bisschen weiter hinten als viele andere Bauchorgane. Sie liegen hinter dem Bauchfell oder retroperitoneal. Du kannst natürlich auch gerne mal ein Bein dabei strecken. Und dann würdest du den Nieren- und Blasenmeridian stimulieren. Der Blasenmeridian verläuft an den Hamstrings und der Nierenmeridian ist in den inneren Hamstrings und in einem der Adduktoren zu Hause. Wenn du zu Hause übst, kannst du gerne noch 2, 3 Minuten bleiben. Für uns und für jetzt, lass das Greifen der Hände los. Stell die Füße zum Boden, spür für einen Moment nach, leg die Hände auf der Bauchdecke ab. Und dann kannst du dich langsam über die Seite auf den Bauch rollen. Vielleicht beginnst du die nächste Haltung auch aus dem Vierfüßler, um dir noch deine Hilfsmittel vorzubereiten. Das ist ein Bolster, das du quer vor das Becken legst und optional einen Block für deine Hände. Du kannst den Unterleib am Bolster anlehnen. Dann guck mal, dass dein Schambein schon wieder vom Bolster nach unten gerutscht ist, so dass dieses Polster dir dabei hilft, den Druck aus dem unteren Rücken ein bisschen herauszunehmen. Gleichzeitig entsteht so eine ganz spannende Öffnung an der Leiste und an der Bauchdecke. Die Hände sind locker, gerne mit den Fingern ausgedreht, so dass du spürst, deine Knochen tragen dich. Und dann dreh den Oberkörper und den Kopf etwas nach rechts, sodass du in diese Rückbeuge jetzt noch ein bisschen mehr Dreidimensionalität der Wirbelsäule mit einbringst. Du spürst, die rechte Nierenregion wird dadurch ein bisschen stimuliert und massiert. Und die linke Nierenregion geht ein bisschen in die Länge, sodass du dort Raum erzeugst. Wenn du den Kopf zum Himmel thronen lässt, wird der kreierte Stimulus noch ein bisschen intensiver. Wenn du den Kopf nach vorne lehnst, wird die Haltung wieder milder.
Atme hier noch einmal ein und aus. Und komm wieder zurück zur Mitte. Bleib einen Moment. Spür nach, wie fühlen sich die Nieren an, wie fühlen sich die beiden Seiten an, die Flanken, der Rücken und die Wirbelsäule. Und dreh dich weiter zur zweiten Seite. Dreh den Kopf und den Oberkörper etwas nach links, so dass du an der rechten Flanke eine spürbare Dehnung wahrnehmen kannst. In einer Intensität, so wie sie für dich angenehm ist. Und dann räkel dich hier ein paar Momente ein. Gerne für 2, 3 Minuten auf einer Seite. Übe immer so, dass es für dich in einem wohligen Bereich bleibt. Auch wenn die Empfindung durchaus auch einmal intensiver werden könnte. Es ist immer wichtig, dass du dich wohlfühlst. Diese kurze Sequenz, atme nochmal aus und komm wieder zur Mitte. Du kannst von den Händen auf deine Unterarme gehen. Dein Bolster darfst du gerne schon beiseite ziehen. Und wenn du dich jetzt in der Bauchlage ablegst, bau gerne ein Kissen mit deinen Händen für deine Stirn. Und wenn du einen Druck im unteren Rücken verspürst, winkel die Knie an und schaukel die Füße ganz sachte nach rechts und nach links. Du wirst bemerken, dass da ganz schnell wieder etwas mehr Länge im unteren Rücken entsteht. Und wenn du dieses Schaukeln einige Momente lang ausgeführt hast, dann komm zurück zur Mitte und spür in der Bauch- oder Rückenlage nach. Spür gerne nach, solange du möchtest. Vielen Dank für das gemeinsame Üben dieser Mini-Yin-Yoga-Sequenz. Namaste.